3, 2, 1, los! Okay, schnell Commentary noch. Wir haben hier DNL gegen I Am Ghost. Und wir sehen, von den Prozenten führen tut I Am Ghost. Aber DNL macht ihm so langsam mit dem ganzen Chip-Damage auf jeden Fall schon einiges. Und Lil Mac ist schon bei ungefähr 60 bei einem Grab und einem kleinen Punish weg. Also muss er ordentlich aufpassen. Okay, jetzt Mega Man offstage. Oh, er hat seine eigene Bombe gefressen. Oh, der K.O. Punch ist online. Mal schauen, ob wir den noch sehen. Da kann aber natürlich DNL schön noch mit seinen ganzen Lemons rumnerven. Ich weiß gar nicht, ob der verschwindet bei einer Lemon. Nope. Oh, jetzt ist er aber weg. 70%. Er muss aufpassen. Oh, ja. Wird er einmal von der Leaf Blade getroffen, ist er gleich Death. Also, jetzt hier DNL mit der Lead. Schafft es auch direkt, schön Prozente aufzubauen mit diesen Downthrow, To-Fair und Abwehr-Kombos. Oh, kriegt eine Side-B ab. Ich glaube, die hat auf jeden Fall Invincible Frames. Zumindest Teile seines Körpers. 137% jetzt drauf auf ihm. Und da ist er wieder, wurde er wieder offstage geworfen. Und wow, das trifft auch mal anscheinend. Okay, also 1-0. Wie sieht's aus? So, Game 2, jetzt auf Town City. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil für Lil Mac hat. Vielleicht die High Ceiling, schätze ich mal, weil er ganz gut mit Up Smash und dem Up-Angled Forward Smash unter Up-B killen kann, nach oben. Aber ansonsten, schätze ich, könnte hier DNL auf jeden Fall ein bisschen besser campen. Und I Am Ghost tut sich auf jeden Fall schwer mit den... I Am Ghost tut sich auf jeden Fall schwer mit den Projektilen von DNL. Fällt ihm schwer, die alle zu shielden und dann irgendwie reinzukommen. Kriegt nicht wirklich eine Öffnung. Okay, wir sehen hier noch ein paar Projektile von DNL. Hat immer das Leaf Shield dabei. Macht kleinen Prozente. Oh, oh, oh! Oh, oh! Ah, ich dachte, er könnte noch auf Rush kommen, aber anscheinend nicht. Okay, sehen wir jetzt ein Combo vielleicht? Was? Hm, keine Ahnung. Irgendwas Komisches. Also, DNL immer noch auf seinem ersten Stock. Und Ghost reagiert ziemlich verwirrt auf die ganzen Projektile von DNL. Weiß auf jeden Fall nicht, wie er den Stock runterbekommen soll. Und DNL spielt den Happy Spammer. Oh. Oh, und da schafft es tatsächlich, ihn mit der Up-E zu erwischen. Jetzt ist der Sound irgendwie wieder okay. Hm. Okay, also. Schafft hier Ghost nochmal ein Comeback? Er hat auf jeden Fall den K.O. Punch online. Er bräuchte noch ein paar Prozente wahrscheinlich. Okay, also die Lemons sorgen nicht dafür, dass der KO-Punch weggeht, die ganzen kleinen Projektile. Der jetzt auf jeden Fall. Er muss noch eine Attacke ungefähr machen. Und dann kann er, glaube ich, ihn mit KO-Punch killen. Oh! Oh! Und das killt! Das killt! Nice! Okay, er schafft wirklich noch Comeback.
Und es steht 1-1 hier zwischen DNL und I Am Ghost. Ja, vor dem muss man sich sein, auf jeden Fall. Puff. Jetzt natürlich die Frage, was macht DNL? Er hat jetzt auf jeden Fall die Stage-Wahl. Schön mit dem Ball. Ah, er nimmt DDD. Ja, er versucht ihn jetzt wahrscheinlich ein bisschen härter noch zu gimpen als mit Mega Man vorher. Okay, also. Direkt ein paar Prozente von Ghost. Das tut jetzt DDD nicht so unbedingt weh, weil er einfach nur heavy ist. Oh, und das offstage, aber DNL tryhardet zu sehr. Oh, das ist auch scary natürlich. Oh, was macht er? Ah, okay, er kommt. Der Air Dodge und der Side B rauf. Punish ihn noch direkt nochmal mit der Side B. Er hat 63% jetzt auf DDD drauf bekommen. Sollte noch nicht reichen, um ihn zu killen. Oh. Allerdings ist Lil Mac jetzt schon tot. Oh. Ja, es läuft also bisher ganz nach Plan für DNL hier. Oh, Down Tilt Up Smash. Starke Combo. 100% auf ihn drauf. Wäre es nicht DDD, könnte er ihn jetzt auch schon killen. Also wenn er ihn an der Edge trifft, dann killt er ihn wahrscheinlich auch. Aber nach oben killt er ihn auf jeden Fall noch nicht. Side B. Nope. Oh, und da trifft er ihn mit dem Down Smash an der Edge. Okay, also alles relativ even noch. Er muss aber aufpassen, sobald er auf 40-50% bekommt. Oh, allerdings ist der KO-Punch gleich da. Oh, und zwar jetzt. Ah, das ist natürlich blöd jetzt für ihn. Oh, und er wird direkt gespiked. Okay. 2-1. Für den L.